Moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Wir befinden uns in Amur in Tschernokamensk. Ich hoffe, ich habe das so einigermaßen richtig ausgesprochen. Das ist die ehemalige Season 4 oder Season 4 Content. Und ja, das war eine ganz schönes Rumgerückel. Hat mich jetzt ungefähr 6 Minuten gekostet. Ich habe deswegen das jetzt mal ganz schnell im Timelapse hier durchlaufen lassen, weil das wollte ich euch natürlich nicht antun, dass ihr da jetzt mit dabei sein müsst. Aber es hat schneller geklappt als gedacht. Na, das ist doch auch mal was. So, also, dann ist es so, ich muss euch gleich vorwarnen, ich habe fürchterlichen Heuschnupfen und nasal ist da wieder alles dicht, das heißt, ich klinge ein bisschen komisch. Wundert euch nicht, ist diesmal keine Erkältung, ist mein typisches verstopfte Nase. So, und jetzt merke ich auch das allererste, was hier mir fehlt. So, Moment. So, muss ich dann direkt mal die Nase putzen, nicht? Das Näschen pudern, so ungefähr, schön wär's, hä? Quatsch. Also. Meine Güte, ich probiere jetzt ein kleines bisschen was anderes. Oh, wir sind wieder an einem Ast der Unzerbrechlichkeit. Das klingt wie eine, wie irgendwie eine lustige Waffe oder sowas. Ast der Unzerbrechlichkeit. Und ich probiere was Neues aus. Und das Neue ist, einmal die Woche setze ich mich hin. An einem Dienstag. Das dementsprechend heute. Und ich versuche mal, die ganze Woche aufzunehmen. Das hatte ich schon einmal jetzt probiert. Hat an und für sich gut geklappt. Ich konnte an dem Tag... Ich musste den Tag selbst sogar aufnehmen. Das heißt, 7 plus den eigentlichen Tag sind 8 und noch ein Tag on top. Ich habe an einem Tag 9 Folgen aufgenommen. Und, es war ein bisschen anstrengend, aber es war insofern ganz
cool, weil ich mich ansonsten die restliche Woche nicht drum kümmern musste, in Anführungszeichen musste. Und ich mich da um andere Dinge kümmern kann. Also ich muss gerade einfach so ein bisschen gucken, wie ich mich da etwas besser organisiere, weil es einfach sonst zu viel ist gerade. Und deswegen, genau, mache ich das so. Aber dann ist es halt so, wenn dann mal so ein Tag der Heuschnupfen so ein bisschen reinkickt. Müssen wir mal gucken, ob das weiterhin gut funktioniert, wie viele Folgen ich heute aufnehme. Jetzt die allererste Folge wieder der neuen Aufnahmesession. Allerdings müsste das hier jetzt am Donnerstag erscheinen, diese Folge. Und dementsprechend müsste ich auch heute nur 6 aufnehmen und nicht 7. Genau, aber ich würde sehr gerne 7 aufnehmen, weil immer noch so ein ganz kleines bisschen Puffer ist gar nicht mal so verkehrt. Wir nehmen den Anhänger jetzt nicht mit. Wir fahren jetzt hier hoch, holen uns das Upgrade, denn ich möchte mit dem 6x6 nicht hier runterfahren. Das sieht mir zu strange aus, dass wir das nicht schaffen. Denn nochmal so eine Aktion wie eben gerade brauchen wir nicht. Denn das war schon ein bisschen unnötig, würde ich so sagen. So, ist eine ganze Menge natürlich auch wieder passiert. Ich guck mal, wie ich meine Themen so wieder so ein kleines bisschen verteile. Und über was wir sprechen. Also, in Amur ist es jetzt folgendermaßen. Ich werde nicht die ganze Zeit jetzt in Amur sein. Also ich denke mal, wir werden auch hier Missionen anfangen und zwangsläufig vielleicht nicht fertig machen. Weil primär steht schon Season 12 an. Und das hier soll jetzt quasi so ein bisschen die Abwechslung mal sein. Genau, soll die Abwechslung sein, so dass wir nicht jetzt nur North Carolina sehen. Nein, 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 nein. Oh. Oh, das ist, Ah, verdammt, da ist er abgesoffen, der Motor. Ja, genau. Manchmal ist es. Der hält nicht. Manchmal ist es echt schwierig. Aber warte mal, wir machen es. Das brauchen wir ja gar nicht zu probieren. Das brauchen wir gar nicht zu probieren. Wir machen es gleich so. Wir nehmen den hier oben hin. Ziehen den jetzt hier so hoch. Vielleicht kriegen wir den, wenn wir jetzt gleich loslassen. Ja. Ja, sehr gut. Ah, es hat geklappt. Perfekt. Da konnten wir den gerade noch mal retten, ohne dass es jetzt besonders lange gedauert hat. Das ist sehr gut. Also, Season 12, ne? Das ist immer noch primär. Was haben wir denn hier? Individuell getuned. Das ist gar nicht so das, was ich gerne hätte. Mit dem Kahn. Kahn Sentinel. Okay. Ja, individuell getuned. Not my favorite. I think so. Not my favorite. Weil es steht ja immer, es steht ja Season 13 vor der Tür. In irgendeiner Folge habe ich übrigens mal gesagt, willkommen, wir befinden uns in Season 13. Das war natürlich absoluter. Upsala. Das war natürlich absoluter Quatsch. Vielen Dank, war jemandem aufgefallen, mir natürlich mal wieder nicht. Aber das war ein freudscher Versprecher.
Oh Gott, oh Gott. Also, hier müssen wir ja wirklich fürchterlich aufpassen. Dass wir hier nicht uns in gewaltige Schwulitäten bringen. Ja, okay, konnten wir retten. Sehr gut. Ja, also das passt. Mittlerweile wieder auch, wenn ich das Thema gerade mal ganz kurz nochmal ansprechen will. Ich will das immer ansprechen, um euch da auf dem Laufenden zu halten. Vielen Dank wieder für die vielen Supporter bezüglich dem Möttgen-Rechner. Gab es ein paar Wiederholungstäter? Meine Güte. Ich fühle mich echt verpflichtet euch. Unglaublich. Und es gab auch, ich glaube, zwei neue, die hier nochmal finanziell gesagt haben, komm, wir unterstützen dich da. Also wirklich vielen, vielen Dank. Das ist in meinen Augen natürlich sehr gut angelegtes Geld. jetzt ist auch wieder Zeit, dass YouTube mich ausbezahlt für den letzten Monat. Jetzt muss ich überlegen, Mai ist jetzt, also April. Genau. Das müsste jetzt auch wieder drauf sein. Eieieiei. Ein Nieser. Ein Nieser. Und damit sind wir jetzt eigentlich, ich weiß es nicht genau, weil ich habe es jetzt noch nicht genau zusammengerechnet. Ich habe nur gesehen, dass das da ist und ich glaube, wir müssten jetzt über 50% sein. Das ist natürlich großartig. Und ich würde das gerne in irgendeiner Form beschleunigen. Und ich bin am Überlegen, ob ich wirklich kalkuliere mit dem Verkauf von dem alten Rechner. Also den Einzelteilen. Ich würde den nicht am Stück verkaufen, aber weil er macht ja auch nur Probleme und er möchte natürlich auch nicht, dass irgendjemand anderes sich damit rumquält. Fahren wir jetzt hier hoch oder fahren... Ja, wir fahren hier hoch. Ja, wir fahren hier hoch. Oh, das war hier auch eine ganz fiese Nummer wieder, ne? Aber okay. Und ob ich damit jetzt irgendwie rechne. Ich meine, ich kriege natürlich keine 1000 Euro für den Rechner. Aber vielleicht kommt ja nochmal der ein oder andere Supporter von euch dazu. Und wenn er das möchte, kann er sehr gerne, derjenige sehr gerne eine entsprechende PayPal-Spende. Findet ihr in der Videobeschreibung. Und ansonsten, ja, müssen wir über die YouTube-Einnahmen dann noch ein kleines bisschen generieren und dann geht's endlich los mit den Streams. Freue ich mich drauf. Mit dem verbundenen Projekt. Ich hoffe, es gefällt euch. Und mindestens einmal im Monat machen wir so einen ganzen Abend lang. Ich habe da schon überlegt. Ich weiß noch nicht genau, wann und wie viel Uhr. Weil ein Dienstag kann es nicht sein, weil dienstags, ne, das bleibt ja dabei, dass wir, dass ich hier meinen jeden Tag eine Folge raushauen möchte. Also muss ich einen anderen Tag finden. Und ich möchte natürlich irgendeinen Abend, also muss ich mal schauen, welchen. Und es kann kein Montag und kein Mittwoch sein. Oh. Hat's kurz geruckelt. So. Hier gleich pro forma. Boah, ich hab so Bammel.
so, Bammel. Warte mal, wenn wir von hier unten ein bisschen tiefer fahren, hier und jetzt hoch, dann sind wir nicht so schräg. Okay, ja, oh Gott sei Dank. Also Amur kostet halt einfach Zeit und Nerven. Haben auch einige geschrieben, ne? Sind sie froh? Oder jemand hatte geschrieben jetzt konkret, dass er froh ist, dass er Amur im Multiplayer macht. Weil das ist echt nicht ohne. Es kostet Zeit. So, dann bin ich mal gespannt, wo uns die Straße jetzt hinführt. Müssen wir mal gucken. Ihr wisst ja immer, ich habe gemerkt, es gibt ein paar neue Zuschauer, die so ein paar Regeln von mir noch nicht kennen. Ist auch gar kein Problem, ich habe ja lange schon nicht mehr drüber gesprochen. Deswegen, ich fasse das mal einmal so kurz zusammen, würde ich sagen. Auch wenn es sinnvoll gewesen wäre, das direkt am Anfang zu machen. Also, Ziel dieses Let's Plays ist es eigentlich, das gesamte Spiel mit euch oder euch in Begleitung durchzuspielen. Und es wird also überhaupt nichts off-camera gemacht. Also jeden Meter, den wir fahren, oder quasi jeden Meter, den wir fahren, ist in irgendeiner Form videotechnisch dokumentiert. Und dann gibt es natürlich noch die Tatsache, dass ich ein paar interne Regeln habe. Wie zum Beispiel, ich darf nicht. Sag schon, ich darf nicht bergen. Das ist nicht erlaubt. Theoretisch könnte ich es. Ich weiß, dass es auch kostenlos ist. So, was haben wir hier? Okay, hier gibt es Ziegel. Alles klar. Ich weiß, dass das kostenlos ist. Aber es ist Teil der Regel. Das ist damals entstanden, als ich so überlegt habe, naja, okay, was, wie könnte man das Ganze so ein kleines bisschen auch interessanter gestalten? Und das war noch mit Release. Das war bevor es Hardcore-Mode gab. Sprich, man konnte es nicht einstellen. Und deswegen hat das dieses Safe-Game nicht. Weil es ist kein Custom-Game. Und, aber wir fahren hier unten lang. Es ist kein Custom-Game. Hätten wir hier auch langfahren können, ne? Ja gut, das weißt du halt nicht, ne? Weißt du nicht vorher. Und deswegen kann man diese Einstellung, dass man nicht bergen darf, was man ja normalerweise im Custom Game, wenn ich jetzt nicht total falsch liege, meine ich es gelesen zu haben, kann man das einstellen, dass man nicht bergen kann. Oder kann man nur einstellen, dass es verdammt teuer ist. Ich meine, man kann es komplett ausschalten, dass das Bergen nicht möglich ist. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, weil man sich wirklich gut überlegt, was macht man wie wo und Sachen, ja, Konsequenzen haben, weil man sich nicht einfach mal schnell resetten kann, sondern wenn man ein Fahrzeug hat und dann bergt man ein anderes Fahrzeug und mit dem legt man sich plötzlich auch hin, dann musst du nochmal ein Fahrzeug holen, mit dem du das Rettungsfahrzeug retten kannst. Das ist schon. Ja, kostet auch manchmal vielleicht ein paar Nerven, das muss man auch gestehen. Aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Ansonsten ist eigentlich alles erlaubt, was das Spiel auch erlaubt. Das Einzige, was es nicht gibt, sind irgendwelche Mods. Ich spiele also komplett modfrei, aber alle DLCs sind erlaubt. Also alle kaufbaren oder Original-DLCs sind erlaubt. Ich besitze auch grundlegend alle. Außer solche reinen Vinyl-Packs oder also so reine optischen Dinger. Das brauche ich nicht. Da ist mir dann mein Geld doch, ja, wie soll ich sagen, zu viel wert, ne? Aber ich möchte betonen, dass ich grundlegend nicht supporten möchte, dass ihr euch auch solche DLCs kauft, weil ich sie eigentlich, egal in welcher Form, einfach zu teuer finde. Es ist einfach zu viel Geld, was man da ausgeben muss. Und das ist,
Ja, ich möchte das insofern nicht unterstützen, dass ich es nicht cool finde, dass man so viel verlangt. Also ich sag mal, so ein Euro für so ein Fahrzeug, das wäre vielleicht noch okay, aber teilweise irgendwie 3, 4 Euro für ein einziges Fahrzeug, das ist schon eine Hausnummer, ne? So, also, hier haben wir einen Tankanhänger. Was sagt der Tankanhänger? Der Tankanhänger sagt, er ist nicht voll. Nur 800. Ja. Ich denke, dass wir den da mal unangetastet lassen. Wir werden hier vermutlicherweise noch oft genug vorbeikommen. Und wenn dann nur 800 Liter drin sind. Wir haben ja jetzt gerade hier 900 dabei. Noch eine ganze Menge oben auf dem Dachgepäckträger. Genau, lassen wir den mal stehen. Besser ist das. Genau, und grundlegend aktuell jeden Tag kommt eine neue Folge. Dementsprechend freue ich mich natürlich, wenn ihr auch ein Abo da lasst und somit keine neue Folge mehr verpasst. Okay, ich befürchte, hier kommen wir nicht drüber. Ich befürchte, hier kommen wir nicht drüber. Ja, das sieht richtig aus, dass meine Befürchtung richtig. Genau, und nächste Folge sind wir mal wieder in North Carolina. Hier nehme ich an, gibt es wieder Ziegelsteine. Jo, wieder Ziegelsteine. Ja, ein bisschen komisch gewendet. Aber so bekommen wir das hier hin, dass wir einmal schauen können, was wir hier brauchen. Lass mich raten, Ziegelsteine? Nee, schön wär's, ne? Hauptbrücke. Achso, hier ist die Mission. Ich habe nicht geguckt, wie sie heißt. Hauptbrücke, ja. Metallrollen und Stahlträger. Oh yeah. Oh yeah. Also, das ist so eine Mission, die muss man dann gleich am Anfang machen. Weil sonst wird man sehr, sehr viel fahren. Da bin ich mir sicher. So, lass mal gucken, ob wir Expeditions-mäßig hier nochmal so ein bisschen was sehen können. Übrigens kommt die nächste Folge. Ich gucke, dass ich es einplane. Ich wollte jetzt erst einmal schauen, dass ich einen Dienstag wirklich einen Tag finde, um alle Folgen aufzunehmen. Und dann in anderen Tagen kann ich mich dann um die anderen Games kümmern. Ich muss mal gucken, denn ich merke auch etwas. Und zwar, dass YouTube das nicht so toll findet. Dass ich zwei Folgen pro Tag hochlade. Das findet YouTube nicht so toll in irgendeiner Form. Weil wenn ich die einzeln hochlade, dann hat jede Folge bekommt mehr Views, wie wenn ich zwei Folgen hochlade. Und genau, also grundlegend ist natürlich hier, ist das nicht das Wichtigste für mich. Ich mache es immer noch wegen dem Spaß und finde es aber irgendwie komisch und merkwürdig und es hat so einen faden Nachgeschmack, wenn dann YouTube einem das irgendwie so ein bisschen, ja, beschneidet irgendwie. Aber gut, okay. Meine lieben Freunde, das war es erstmal von dieser Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und in der nächsten Folge machen wir erst nochmal mit Season 12 weiter und dann immer mal wieder schauen wir nach Amur vorbei. Oder ja, genau, schauen wir in Amur, nach Amur. Wir gehen einfach nach Amur. So. Und dann können wir hier sukzessiv so ein bisschen was erkunden und einfach auch nochmal so ein ganz kleines bisschen Progress in den anderen Gebieten machen. Meine lieben Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.